Moin liebe Freunde, was geht ab und willkommen zu einem kleinen Crouch Jump Tutorial. Eine Frage, die ich immer wieder im Stream gestellt bekomme, ist, wie geht das denn eigentlich? Dementsprechend heute dieses Video, sollte am Ende des Videos noch eine Frage offen sein, einfach unten in die Kommentare schreiben. Crouch Jump für die Leute, die nicht wissen, was das ist, springen und ducken gleichzeitig im Flug, was euch eröffnet, quasi durch Fenster zu springen, die noch teilweise zu sind, Gegner zu umzirkeln oder einfach nur neue Fluchtwege zu eröffnen. Wie gesagt, offene Fragen einfach am Ende des Videos unten in die Kommentare schreiben. Stream tue ich die letzten Tage natürlich auch immer wieder täglich. Mein Streamlink zu PUBG unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, euch da mal begrüßen zu dürfen. Vielleicht kann man da auch noch die ein oder andere Frage live klären. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Haut rein und bis dann. Der Crouch Jump an dich ermöglicht euch, durch Fenster zu springen. Nämlich durch solche Fenster da hinten. Da sind jetzt gerade Gitter vor. Dementsprechend wird das nicht funktionieren. Wir nehmen erstmal aber jetzt mal eine Waffe mit, damit wir hier im Notfall dann über uns wehren können. Wir zeigen euch das mal anhand. Nehmen wir mal dieses Haus da oben. Ihr seht das da oben ja, ne? Blaues Haus. Nehmen wir mal an, ihr seid jetzt hier drinnen und wollt zum Beispiel... Oh, da ist ja jemand. Da war jemand. Und schalt die direkt für eine MP. Perfekto. Gut, dann hat sich das schon mal auch erledigt. Guck mal, jetzt sogar eine AK. Das heißt, die Runde kann potenziell sogar was werden. Nehmen wir das auch mal mit. Und natürlich das schnell wechseln. Ne? Der hat irgendwie nicht getroffen, auch wenn ich nicht der Beste war. So, pass auf. Nehmen wir mal an, ihr seid der Typ da unten und habt zum Beispiel gar keine Waffe. Ja, und ich komme hier mit der MP und er weiß natürlich, ja, okay, ich stürme den gerade. Das ist ein bisschen doof. Und er wollte hier durchspringen. Mit dem normalen Jump, ich springe mal dagegen, funktioniert das nicht. Ihr seid nur hier oben drauf. Dann könnt ihr quasi mit dem Ducken durch dieses Fenster gehen. Egal, ob da eine Scheibe ist, ihr habt gesehen, da ist sie ja. Keine Scheibe. Ja? Auf jeden Fall, ob Scheibe oder nicht, ihr könnt da durch. Jetzt macht ihr folgendermaßen. Ihr springt, ja, und gleichzeitig drückt ihr Leertaste und C. Das heißt gut, ihr nehmt Anlauf, Leertaste C, ja, kommt auf jeden Fall da drauf, könnt auch, wenn das gut macht, direkt da durchspringen und könnt dann so runter. Eine andere Möglichkeit, wie ihr an dieser Seite rausgeht, und hier, habt ihr gesehen, könnt ihr direkt runter. Ihr könnt aber auch potenziell nur hier oben auf den Sims springen, ja, wieder Leertaste C, seid hier drauf. Und wenn ihr jetzt hierher geht, ganz leicht, das gibt es auch in Pushinki, die Häuser, ist gar kein Problem, könnt ihr hier drunter gehen. Das heißt, hier sieht euch kein Schwein. Und wenn da jemand unten herläuft, finito das Ganze. Das heißt, sowas könnt ihr auch im Stand machen. Einfach mal probieren, immer wieder. Hopp, Crouch Jump, normaler Jump. Crouch Jump, höher. Dann kommt auch auf Fässer drauf und so weiter und so fort. So, und jetzt, liebe Freunde, versuchen wir aus dieser Runde noch etwas Schönes zu machen. Wir sind jetzt leider so ein bisschen knapp in der Zeit, dadurch, dass wir viel gezeigt haben. Sollte aber hoffentlich kein Problem sein. Ich habe gerade Verbände gefunden, Booster habe ich noch nicht. Und die Zone ist relativ weit Richtung Gatgar, wo die ungefähr zugehen würde in der Mitte. Ist nicht wirklich oder gar nicht optimal für uns. Ja, Crouch Jump und wieder durch. Ich glaube, es hat mittlerweile jeder verstanden. Das ist aber auch sowas, was man einfach üben kann. Wir warten jetzt mal, bis hier der Typ hier lang ist. Ah, komme ich leider nicht mehr hinterher. Schade. So viel dazu. Ich habe eine K. Glaubt mir. Eine K ist das geilste, was euch im Solo irgendwie vorkommen kann. Das einzige Problem, was ich gerade sehe, ist, dass wir nur 7er Muni gerade haben. Ist auch schon noch drauf. Perfekt. Oh, guck mal einer an. Da ist er drin, ne? Weiß ich gerade nicht, wo er ist. Aber da war er doch drin. Okay, dann haben wir das hier. Hoffen wir mal, er hat nur eine Schrutze gerade gehabt. Ich habe mir gedacht, komm, den einen Schuss. Den gönnst du dir, ne? Und er hatte auch einiges an Hierzeug mit, aber hallo. So, und ich würde sagen, wir fahren auch direkt komplett durch. Also, wir haben außer Muni eigentlich nicht wirklich große Probleme. Das ist Equipment, was man durchaus spielen kann. So, der kommt auch jetzt langsam. Wie gehen wir hier oben hin? Oder hinten, wo es relativ klein ist. Wenn wir Glück haben, finden wir noch ein bisschen 7er Muni, wie gesagt, und so ein paar Booster ist auch okay. Die Muni ist jetzt nicht das, was ich eigentlich gesucht habe, aber okay.
Jetzt machen wir also. Wir starten. Wir wechseln jetzt auch mal auf den Buggy. Aber damit wir es dann umfahren können. Wir machen es eine Stufe härter. Wir gehen in ein Haus und wollen uns hier einfach nur schanzen. Das ist leider, das ist halt wirklich die Meta momentan bei PUBG. Du wartest und wartest und wartest und hoffst natürlich hier das Beste. Das ist auf jeden Fall der, sagen wir mal, der safeste Weg irgendwie. Also, wissen, da sind welche. Aber wenn wir die. Wir sind auch übrigens in der neuen Zone drin, das ist ganz cool für uns. Okay, gut. Die Zone ist relativ weit weg. Es sind noch 16 am Leben. Ich habe 2 getötet, relativ am Anfang. Das ist halt ganz. Meistens ist es ja wirklich so, du hast am. Also in den meisten Spielen. Du hast am Anfang viel Action, je nachdem, wo du abspringst. Bei mir war es komischerweise viel Action, weil es eigentlich sehr, sehr abgelegen ist. Am Ende wird es dann kleiner. Die Zone. Gucken dann nochmal rein und wir sehen, hier ist Wald. Barry müssen die raus. Hier müssen die über die Straße. Das Beste, was wir machen können, ist hier rüber zu gehen. Hier irgendwo. Und durch diesen Wald. Was wir aber definitiv wissen, da wird jemand sein. Und was wir noch wissen ist, hier vorne ist einer, hinter uns ist einer mit einer, ich schätze M16, also auf jeden Fall 5er Muni, mit Schalli. Das ist nichts Unschaffbares, wenn wir den als erstes sehen. 42 Sekunden noch. Und jetzt sollten wir langsam moven. Und mit langsam meine ich auch wirklich langsam. Das ist nicht, was hier vorne ist. Übrigens sind wir Top 10 damit gekommen. Denn ist ein Schalli schon. Vorne ist wer. Muss ich, aber den muss ich so holen. Okay. Jetzt aber ganz schnell den Koffer. Das weiß er aber auch, dass ich den Koffer nehmen muss und das wahrscheinlich auch nicht schaffen werde. Und das war's. Hätte ich den Koffer vorher genommen. Liebe Freunde, 3 Leute, 3 gekillt. Platz 9 ist gar nicht so schlecht. Wie gesagt, für so ein Just for Fun Game, wo ich eigentlich nur glaubte, ja, jetzt wird einfach mal Crouch Jump gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert mich ruhig. Würde mich sehr, sehr freuen. Dann sehen wir uns im nächsten PUBG-Video auch wieder. Ich weiß nicht, ob ich morgen ein Video schaffe, aus dem einfachen Grund, weil mein Vater heiratet. Deswegen verzeiht das, aber ich hoffe, es kommt auf jeden Fall. Da hat jemand einen MK14. Schade drum. Ja, haut da rein, abonnieren, wie gesagt, nicht vergessen und vielleicht auch die Glocke anmachen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. In dem Sinne, haut da rein und bis morgen. Oder übermorgen. Guckt mal meinem Stream vorbei. Tschüss.